So, hier eine kleine Textaufgabe und zwar: Ein Ticketverkäufer verkauft 42 Tickets. 42 Tickets zu einem Konzert. Jedes Ticket kostet 29 Euro. So, und klingt schon erstmal wie eine ganz einfache Aufgabe, wo wir 42 mal 29 rechnen könnten, also einfach mal nehmen würden. Hier steht aber jetzt Runde auf oder ab, um den Gesamtbetrag zu schätzen, den der Ticketverkäufer einnimmt. Das heißt, wir könnten theoretisch ganz einfach sagen, okay, wir haben hier, ups, das ist aber nicht schön geworden. Wir haben hier, hoppala, was passiert denn hier? Sorry, mal ganz kurz. Also, 42 mal 29. Und das könntest du auf jeden Fall schon rechnen. Wir wollen aber gar nicht den genauen Betrag wissen. In dem Fall wollen wir einfach nur den groben Betrag schätzen. Und dazu runden wir jetzt mal beide Zahlen auf den nächstgrößten oder kleinsten Betrag ab. Also wir runden. Runden hast du auch schon einige Male gemacht. Runden geht ganz einfach. Runden geht immer zur nächstgrößeren Zehner, zur nächsten Zehnerzahl. Also 42, da müssen wir uns die Frage stellen, ist 42 klein, ob die 2 kleiner oder größer wie 5 und sie ist kleiner. Das heißt, die 2 ist näher an der 40 wie an der 50. Das heißt, wir runden ab auf die 40. So, und die 29 ist ganz klar viel näher an der 30. Oder nehme ich aber mal eine andere Farbe, das ist ein bisschen zu nah am Gelb. 29 ist viel näher an der 30 wie an der 20, das heißt, wir runden hier auf 30. Ja, und das können wir jetzt auch ganz grob rechnen. Vielleicht kannst du das schon im Kopf. Geht ganz einfach, du siehst, wir haben hier relativ viele Nullen. Das heißt, das Einzige, was wir hier rechnen müssen, ist eigentlich nur die 3 mal die 4. 3 mal 4 ist 12. Ja, und dann haben wir hier noch zwei Nullen. Das ist jeweils keine 4, sondern eine 40. Da müssen wir noch 0 dazu rechnen. Nehmen wir mal noch die. Upp, heute springt mir der Bildschirm ein bisschen. Sorry dafür. Das ist keine 4, sondern eine 40, das heißt, da werden wir noch eine 0 hinzufügen und das ist hier keine 3, sondern eine 30 und da fügen wir auch eine 0 hinzu und unser Ergebnis ist 1200. Und es macht ja auch Sinn, 30 mal 40, 1200, also wie du vorher schon siehst, also 42 ist relativ nah an der 40 und 29 ist eigentlich fast 30, das heißt, wir haben hier 40 mal 30 gerechnet und grob gerundet, ist der Gesamtbetrag, den der Ticketverkäufer bei diesem Ticket, bei diesen, für diese Tickets einnimmt, 1200 Euro.